Willkommen zu Skyrim. So, dann geht's mal weiter mit Erkunden. Mal sehen, was haben wir hier? Nepos Haus. Aha. Okay. Geben wir mal rein. So, mal sehen. Wir haben ja schon mal. Gut, gehen wir wieder. Weil. Ja, ist besser, weil ich glaube, für irgendeine Quest oder so müssen wir sowieso hier rein. Gehen wir mal wieder. Und die Frau sah nicht gerade so aus, als ob wir willkommen wären. So, wer bist du? Ach so, aus dem Weg, Bruder. Aus dem Weg, Bruder. Ich bin doch um dich herumgelaufen. Aha, da unten ist das. Hier kriegt man immer eine Gratis-Dusche. Doch. Das wird der Tempel von Dibella sein. So. Kommen wir. Nein, hier kommen wir nicht runter. Moment mal. Belästigt jemand anderen? Ja, bla bla. Da ist. Ups. In den Turm kann man auch. Was ist denn das für ein Gebäude? Müssen wir mal gucken. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Graubärte es erst einmal zu sich gerufen haben. Bist du um eine Fertigkeit wie jede andere? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aus dem Weg, Ja, Bruder. ja. Da muss man dann irgendwie hingucken. Ah, hier kommen wir runter. Das ist hier alles so verwirrend. So, gucken wir mal hier lang. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Echt? Dann tu das doch mal schön. So, hier rauf. So, das ist jetzt das längliche Gebäude. Tempel von Dibella, ja. Was haben wir hier? Kein Durchgang. Ein Distelzweig, den brauchen wir jetzt nicht. Der kann schön hier liegen bleiben. So. Jetzt müssen wir gucken. Das ist halt Dibella. Was ist los? Drachen? Ich hoffe ja nicht. So, und hier hinten haben wir Altowein und Körbe, okay, die wir stehen dürfen. Dürften. So. Hier kommen wir zu dem Turm. Vielleicht ist es ja auch nur so ein Wachturm, weil hier gehen ja ständig die Wachen rein und raus. Ja, Wachturm. Ah, den könnten wir uns ja mal angucken, ne? Den Wachturm. Mal sehen, wie die hier untergebracht sind.
Hallo. Ah. Diese Schicht schläft also. Oje. Steinbette. Oh wei. Eis und Chitin. Leichte Rüstung. Gut, also ich blätter wieder durch. Ihr kennt das Prozedere. Ihr könnt Pause machen und los. Okay, das war's. Gut, wir legen es natürlich zurück. Wir wollen ja hier nicht die Wachen bestehlen. Das wäre äußerst und einmal reingucken dürfen wir ja. Ne? Was hat er denn so in seiner Tasche? Okay. Eh nichts Interessantes. So, bloß nichts falsch machen hier. Weil das käme nicht gut. Oh, noch ein Buch. Mal sehen. Oh, hatten wir schon. Okay. Brauche ich nicht durchblättern. Was hast du da auf dein... Ich kann nicht in seine Truhe gucken, beziehungsweise Nachtschränkchen gucken. Ach, hier pennen noch welche. Okay. Achso, das ist sowieso nur eine Kiste. Okay. Viel Bildung haben die ja nicht, ne? Und alles so kalt hier. Weizen könnten wir stehlen. Ob die hier auch dann Kerker haben? Ach ja, sie haben ja die Zitna-Mine. So, das ist ja deren Gefängnis hier. Die Zitna-Mine, ja, ja. Ach so, ein Käse liegt auf dem Boden rum. Aha. So, da. Ja, hier waren wir ja drin. So. Dann gucken wir. Was? Was habt ihr drin? Natürlich. Cool. Irgendwie sowas muss es ja sein. Das Fass ist leer. Aha. Und hier könnt ihr also trainieren. Okay. Nun gut. Das war dann hier der Wachturm. Hier pennen sie jetzt im Moment nur. Gut. Achso, das ist wieder der Käse. Ja, bei dieser Kälte würde ich auch eine Erkältung kriegen. Dann wünsche ich noch eine erholsame Zeit, ihr Wachenden. So, und wieder raus. So. So, hallo, na?
Auf was starrst du denn? Also auf die Mauer. Alles klar? Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Ja, ich gehe. Dann gehe ich mal. Ich gehe schon. Ist das nicht meine Aufgabe? Ihr tut das, was ich sage. Und ich sage, dass ihr noch eine Menge Nägel und Beschläge vor euch habt, bevor auch nur an Klingen zu denken ist. An die Arbeit. An die Arbeit. Na? Okay, hallo. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Aha. Silberbarren stehlen. Braucht ihr eine neue Klinge? Hallo. Ich habe hier eine Axt. Perfekt zum Zerhacken von Abgeschworenen. Aha, so. Wo habt ihr das Schmieden gelernt? Bin in einer Festung aufgewachsen. Jedes Orkmädchen hat irgendwann mal an der Schmiede zu tun gehabt. Aber ein Mädchen muss erwachsen werden. Und das Leben in der Festung war sehr fordernd. Also ging ich zur Armee. Dort habe ich mein Handwerk gemeistert. Hat sie doch gerade gesagt. Naja, gut, fragen wir es halt nochmal. Seid ihr in einer Festung aufgewachsen? Ganz richtig, in einer Ork-Festung. Wir blieben unter uns und lebten, wie es die Alten von uns erwartet hätten. Das hat mir aber nicht gereicht. Ich ging. Wollte nicht als dritte Frau irgendeines niedrigen Häuptlings enden. Okay. Was hat euer Lehrling für Probleme? Tacitus? Der Junge kommt aus dem Kaiserreich. Ich zeige ihm immer wieder, wie man das Eisen behandelt, aber er kapiert es einfach nicht. In der Armee haben die kaiserlichen Schmiede damals Bücher gelesen, wenn sie etwas nicht reparieren konnten. Weisheit der Alten und so. Wenn ihr ein Buch namens Die letzte Schwertscheide von Akrasch findet, könntet ihr es mir bringen? Tacitus lernt hier ganz gewiss nicht aus der Praxis. Wenn ich es finde, bringe ich es euch. Danke. So, da haben wir... gucken wir mal, was sie zu verkaufen hat. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Naja, immer die gleiche Leier. Waffen... Magika... Die sind natürlich toll, aber wie viel würden die? Naja, nehmen wir mit. So, haben wir die schon mal so. Starken Führens, sonstiges. Nee. Gut. Dankeschön. Kommt zu mir, wenn ihr etwas Geschmiedetes braucht. Ja, ganz bestimmt. So. Hier kann man höchstwahrscheinlich Nöbel könnte nehmen, aber tue ich nicht. Weil wenn, ich finde es ein bisschen blöd, wenn die Sachen kommen so selten nach, manchmal auch gar nicht. Und wenn ich immer die Stadt hier komplett so plündere, dann ist es immer so leer. So, gehen wir jetzt hier rein. So, aber wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Schön, dass du da dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann.
Tschüss.